Hallo, da ist der Thomas Weber von der TC Group. Wir sind hier auf der Musikmesse 2011 in Frankfurt und ich möchte euch einmal recht herzlich einladen zu einem kleinen Standrundgang, wo ich euch die neuen Produkte zeigen werde. Kommt einfach mit mir mit. Wir sind hier jetzt auf unserer Bassabteilung, wo ich euch unsere neuen Basssysteme vorstellen will. Als erstes gleich einmal den BHR500 Topteil mit den 2x12 und 2x10er Boxen. Kommt hier. Das ist unser neuestes Baby. Von den Features her genau vergleichbar mit unserer aktuellen Serie. Was sagst du? Oh, we're making a video. So, wir haben hier die Tonregelung. Was neu hier ist bei diesem Bassverstärker ist die Twitter-Ton-Simulation, die nichts anderes macht, als dass wir den Hochtöner, der hinten hinter dem Basslautsprecher eingebaut ist, regeln können. Es ist eine Emulation, die von uns entwickelt wurde, die genau auf die Bedürfnisse eines Bassisten abgestimmt wurden. Wir haben hier unseren Tube-Ton, den wir schon von den anderen Modellen her kennen, der eine Röhrensimulation darstellt. Wir haben auch unseren Spectracon am Start, der ein Multiband-Kompressor ist. Wir haben auch drei Memory-Preset-Speicher hier am Start, die es den Bassisten ermöglichen, drei individuelle Sounds abzuspeichern und per Knopfdruck abzurufen. Wir haben auch ein Stimmgerät eingebaut. Das alles zum absolut coolen Preis von ca. 499 Euro. Neu auf der Messe ist auch unser neuestes Baby von der RH-Serie, der RH750, die Weiterentwicklung des RH450. Wie der Name schon sagt, wir haben jetzt 750 Watt am Start statt 450. Die Features genau, wie wir schon beim BH gesehen haben, wir haben drei Memory-Speicher, wir haben einen parametrischen EQ, wir haben hier den Gain-Regler und was wir auch neu hier gemacht haben, wir haben den Spectracomp direkt auf einen Schalter herausgelegt, damit die Bassisten sofort Zugriff haben. Außerdem haben wir auch hier die Tube-Tone herausgelegt und auch neu, wie bei unserem Top-Flaggschiff, dem Blacksmith, haben wir hier die Möglichkeit, Twitter-Tone einzustellen. Das heißt auch hier die Möglichkeit, eine Emulation des Hochtöners, der hinter dem oberen Lautsprecher eingebaut ist, hier zu emulieren und im Sound mit einzubetten und das Ganze dann mit den Memories abzuspeichern. Wir gehen jetzt weiter und schauen uns hier den Blacksmith an. Das ist unser neues Flaggschiff, das Riesending im 19-Zoll-Format. Von den Features her, genauso wie ich gerade gezeigt habe, vom RH750. Wir haben auch hier die drei Memories, wir haben hier den parametrischen EQ, Gain Input, wir haben auch hier diesen Multiband-Kompressor eingebaut, wir haben auch hier die Röhrensimulation, auch hier ist Twitter-Tone am Start, also die Emulation, die einfach den Hochtöner emuliert. Und ich das dazu schalten kann. Und bei den Top-Geräten kann man auch diese Fernbedienung mit anschließen, die man sich dann vorne an den Bühnenrand stellt und auch hier die drei Presets abrufen kann. Und auch das Stimmgerät, das bei beiden Geräten am Start ist, kann man hier jederzeit abrufen und kann vom Bühnenrand vorne kann man die Geräte stimmen. Lass uns weitergehen. Gehen wir zu TC Helicon, wo unser deutscher Kollege, der Rudi, gerade das Voice Live Touch vorstellt, das ich euch gleich dann zeigen werde. Aber gehen wir zuerst zu den Single-Pedalen. Und dann fehlt irgendwo noch so ein bisschen Background-Chor. Zu unseren bestehenden Pedalen, die es schon seit einiger Zeit gibt, haben wir hier neu auf der Musikmesse das H1, das E1, das X1. Das H1 ist eigentlich ein Must-Have für jeden Background-Sänger, für jeden Musiker, der im Background mitsingt. Macht zwei Harmonien. Ich habe hier einen Schalter, below, above, in der Mitte beide Stimmen. Ich kann zwischen dry und wet umschalten, das heißt, jeder hat die Möglichkeit, unison mit dem Sänger mitzusingen und schaltet das Ganze auf wet und man hört nur die Harmonien und man ist der perfekte Background-Chor in jeder Band. Auch neu das Echo Zeppelin. Hier kann man den Typ des Echos einstellen. Hier kann man einstellen, wie lange das Feedback, also wie lange die Nachklingzeit ist. Auch hier dry und wet und einfach ein und aus. Total simpel. Und das dritte neue Pedal ist das X1. Das ist das für die Bad Boys. Hier hat man Megafon, Distortion, also alle bösen Effekte für die Stimme am Start. Auch hier kann man dann einstellen, den Drive, wie viel Verzerrung man haben möchte. Und hier auch noch einen Filter am Start aus- und einschalten. Und schon hat man die bösen Verzerrer auf der Stimme oben drauf. Something that don't say
Wir haben hier gerade eine Vorführung von unserem Rudi. Es ist der Alleinhunterhalter, der gerade das Voice Life Touch vorstellt. Und das Voice Life Touch ist nichts anderes als alle diese Effekte, die ich euch gerade in den Single-Pedalen gezeigt habe, in einem Gerät vereinbart. Harmonien bis zu 8 Stimmen, die ich mir frei einstellen kann und das Ganze mit Touch machen kann. Möglicherweise können wir da jetzt drüber gehen und haben vielleicht das Voice Life Touch am Start. Entschuldigung, darf ich kurz? Ganz kurz. Das ist also das Voice Life Touch. Man hat hier 5 Preset-Speicher, man hat die 6 Effektmodule sofort mit einem Fingertipp am Start. Möchte ich ein Reverb dazu schalten, dann tippe ich einfach drauf. Das Reverb ist automatisch on. Möchte ich das Reverb zum Beispiel editieren, bleibe ich mit dem Finger ein bisschen drauf, sehe sofort die Parameter. Ich kann hier zu den nächsten Parametern weitersteppen. Möchte ich jetzt was verändern, dann mache ich das wie auf dem iPhone mit dem Slider hier. Wenn ich fertig bin, gehe ich wieder raus, tippe hier wieder drauf. Aha, okay, okay. Okay, now it works. Gehe wieder raus und habe die Veränderungen. Möchte ich das Ganze jetzt speichern, dann bleibe ich einfach hier wie beim Autoradio drauf. Es steht hier Store und alles ist abgespeichert. Das gleiche mache ich mit den Harmonien. Hier schalte ich die Harmonien aus und ein. Habe hier sofort meine Singer, die mit mir mitsingen. Sage, okay, ich brauche eine Oktave ober mir, ich brauche eine Stimme unter mir und vielleicht was im Bass. Und schon habe ich einen dreistimmigen Chor, der mich begleitet. Doubler-Effekt, Delay-Effekt, alles zuschaltbar und hier mit einem Fingertipp abspeicherbar. Voice Life Touch, 499 Straßenpreis, ein Must-Have für jeden Musiker, der irgendwas mit Vocals zu tun hat und alles in einem Gerät braucht. Wir sind hier jetzt bei Blue, auch einer unserer Marken. Wir haben hier die bestehenden Mikrofone in unseren schönen Glasvitrinen, die bei unseren Händlern, bei unseren TC-Partnern hier in Deutschland auch zur Ansicht und zum Testen stehen. Auf der anderen Seite hier die Live-Mikrofone, die Encore-Serie, hier oben die USB-Mikrofone, auch hier unten dann das Yeti, ein 3-Kapsel-USB-Mikrofon. Und da kommen wir gleich zum Yeti Pro, das ist das neue Produkt hier auf der Musikmesse, Yeti Pro. Ein 3-Kapsel-USB-Mikrofon mit zusätzlichen analogen Ausgang. Da ist eine Kabelpeitsche dabei und dann kann man analog auch rausgehen für jeden Podcaster, für jedes Fernsehstudio. Wenn ich Interview mache, ich stehe das Yeti einfach hin, stecke mir USB an den Computer an, mache mein Interview, habe dann sofort den ganzen Raum, alles drauf, gehe sofort in einen Laptop rein, nehme das Ganze auf, schneide es sofort und kann das sofort senden. Neu auch hier, erstmals in Deutschland von Blue das neue Mikrofon Reaktor, ein Großmembran-Mikrofon mit einem extrem coolen Design, cooles neues Design, sehr, sehr solide gebaut. Das Ganze ist sehr, sehr schwer und sehr solide, alles richtig Militärtechnik, würde man sagen. Hier kann man sehr schön die Charakteristik des Mikrofons umschalten. Man hat dann im Betrieb, wenn das Netzteil dran ist, auch eine LED, die dann anzeigt, wo das Mikrofon gerade hingeschaltet ist. Man kann auch die Kapsel oben verdrehen. Das hat den Sinn, wenn man zum Beispiel irgendwas knapp bei der Wand hinstellen muss und das Mikrofon würde hier in die Richtung zeigen, dann kann man es auch hier rübergehen und kann dann hier mit dem Platz gut haushalten. Spinne, Popschutz, alles am Start. Das Mikrofon würde vor 10 Jahren ca. $3.000 kosten. Die Jungs von Blue haben das Ganze aber für 499 Streetpreis möglich gemacht. Top High-End-Mikrofon zum absoluten Kampfpreis. Reaktor. So, jetzt gehen wir da mal rüber. Hier sind unsere High-End-Geräte. Das neue System 6000 MK2 ist am Start im neuen Outfit, neue CPU, alles komplett neu. Gibt es auch schon einige Zeit von uns. Jeder bestehende Besitzer des System 6000 kann das für wirklich ein vernünftiges Geld upgraden. Einfach zu uns nach Dänemark raufschicken und es wird ein neues Gerät quasi zu ihm geschickt werden. Schauen wir vielleicht weiter. Hier kommen wir wieder in die Consumer-Ecke. Wir haben hier unsere Tannoy Reveal 501A und 601A. Sehr, sehr preisgünstige Monitore, aber preisgünstig heißt aber nicht, dass sie billig klingen. Im Gegenteil, sehr, sehr transparenter Sound, sehr, sehr guter, klarer, transparenter Sound im Zusammenhang mit dem Subwoofer. Ein super Gespann, das auch vom Preis her sehr, sehr interessant ist. Die kleinen kosten 149, die größeren glaube ich 179 Straßenpreis, also sehr, sehr günstiger und guter Ton für ein vernünftiges Geld zur Verfügung. Gehen wir weiter. Hier haben wir unser neues TC
Electronic Gitarrendisplay. Auf der einen Seite unsere bestehenden Nova-Pedale und das Nova-System. Und auf der anderen Seite unsere brandneuen Pedale, die wir erst zur NAMM-Show vorgestellt haben. Die kleinen Gitarren-Pedals, beginnend mit dem Polytune, Mojo Mojo, Overdrive, Dark Matters, Distortion, die zwei analogen Pedale, die mit diskreter Schaltung aufgebaut, total analogen Verzerrer-Sound bringen. Und weiter unten die Tonprint-Pedale, Hall of Fame, Flashback Delay, Vortex Flanger, Corona, Chorus, Shaker Vibrato. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, diese Pedale sind mit der sogenannten Tonprint-Technik ausgestattet. Das heißt im Klartext, man hat hier einen kleinen USB-Anschluss hinten und kann jederzeit von unserer Webseite sogenannte Tonprints in das Pedal hineinladen, die von namhaften Gitarristen, man sieht hier sehr schön, wir haben da sehr, sehr große Namen, Doug Aldridge, Steve Morse und so weiter, John Petrucci. Wir sitzen zusammen mit den Technikern und machen sogenannte Tonprints, das heißt, wir machen den Sound, den sich der Gitarrist vorstellt, speichern das Ganze in einen kleinen File, der sich Tonprint nennt, und den kann sich der Kunde, der diese Pedale gekauft hat, kann sich den gratis von unserer Webseite runterladen und hat dann in der Stellung, in der letzten Stellung Tonprint, hat er dann die Möglichkeit, dass das Pedal genauso klingt, wie der Gitarrist sich das vorgestellt hat, und kann natürlich alle Einstellungen weiterhin verwenden, aber vom Grundsound, der verändert sich dann, der ist dann quasi ein Signature-Pedal im Pedal drinnen. Ja, das war so im Großen und Ganzen ein kleiner Rundgang auf der Musikmesse 2011. Ich hoffe, ihr seid bald einmal bei uns zu Gast hier, und wir sehen uns dann spätestens nächstes Jahr.